Unter Sketchnoting versteht man das Notieren mit Bildern. Hier ein Beispiel von mir. Wahrscheinlich erkennst du darauf nicht viel und verstehst auch den Inhalt nicht. Das ist aber auch gar nicht entscheidend. Eine Sketchnote ist vielmehr eine Hilfestellung für dich selber, damit du dich an einen Inhalt eines Vortrages, eines Films oder was auch immer erinnern kannst und im Idealfall, dass du anhand deiner Sketchnote auch einer anderen Person etwas erklären kannst. In diesem Fall bin ich spiralförmig vorgegangen. Ich habe also im Zentrum begonnen und habe dann das Blatt langsam gefüllt, Themenbereich für Themenbereich aneinandergereiht. Bei diesem Beispiel hier habe ich vier inhaltliche Blöcke gebildet. Ich wusste im Voraus schon, dass dieses Thema vier Themenbereiche haben würde und diese habe ich dann so im Uhrzeigersinn auf dem Blatt verteilt. Häufig aber habe ich nicht so ein System, sondern ich beginne irgendwo und fülle dann das Blatt, wo es gerade Platz hat, mache ich etwas weiter. Wenn du mal das Blatt ganz voll hast, ist das auch kein Problem. Wichtig ist einfach, dass du noch ein zweites Blatt dabei hast. Dann fährst du einfach auf dem zweiten Blatt weiter. Ein paar Tipps zum Vorgehen. Meist weißt du ja schon im Voraus, um welches Thema es sich handelt. Vielleicht kennst du sogar den Titel. Das heißt, du kannst dich schon ein bisschen vorbereiten, indem du Symbole und Icons sammelst und übst, die in diesem Thema wichtig sind. Dann kannst du auch schon den Titel und allenfalls ein passendes Bild zu diesem Thema aufs Blatt zeichnen. Mir fällt es leichter, wenn ich nicht auf einem ganz weißen Blatt beginnen muss, sondern wenn schon etwas drauf ist. Wie du gesehen hast, ich beginne meist im Zentrum, das muss aber natürlich nicht sein. Andere Personen beginnen lieber in einer Ecke oder oben in der Mitte und füllen das Blatt dann von da aus. Lass dich nicht stressen, wenn dir mal kein Bild einfällt. Mir ging es gleich. Manchmal gibt es so abstrakte Begriffe, da ist gerade kein Bild vorhanden. In diesem Fall schreibe ich einfach den Begriff auf und in diesem Fall machte ich jetzt eine Wolke, das ist sehr schnell gemacht und wirkt irgendwie noch hübsch. Oder auch ein Pfeil ist immer ein praktisches Mittel, um ein Bild zu ersetzen. Wichtigster Tipp zum Schluss: Es ist völlig egal, wenn du mal etwas auslässt. Man kann beim Sketchnoting nie alles im Detail erfassen. Versuche einfach das Wichtigste festzuhalten. Und manchmal verpasst man halt auch etwas. Das gehört völlig dazu. Also Mut zur Lücke und einfach spontan loslegen, das ist eine wichtige Voraussetzung. Für den Start empfehle ich dir, mit einem Video zu beginnen. Da hast du den Vorteil, dass du eben den Film jederzeit anhalten kannst oder allenfalls auch noch ein zweites Mal durchschauen kannst. So bist du nicht so gestresst wie bei einem Live-Vortrag. Ebenso kannst du natürlich Podcasts oder Radiosendungen hören, Nachrichten beispielsweise auch. Auch da kann man das Tempo insofern steuern, als man immer wieder mal unterbrechen kann oder vielleicht auch zurückspulen. Natürlich wäre auch ein Sachtext oder eine Geschichte möglich. Auch da kannst du in deinem Tempo arbeiten oder im Web findest du ja viele interessante Webseiten, die du als Sketchnote aufarbeiten kannst. Und dann hast du vielleicht noch weitere Themen. Ich denke an eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, an ein Rezept, eine Bastelanleitung oder so. Auch das ist etwas, das sich gut als Übungs Material und Ausgangslage für Sketchnoting eignet. Ja, damit wünsche ich dir einen guten Start. Ich wünsche dir viel Spaß und auch viel Erfolg bei deinen Sketchnotes. Übrigens, einige Links zu solchen möglichen Quellen findest du gleich in der darauffolgenden Seite.